Hey, wie fühlst du dich? Ich fühle mich munter und tatkräftig, umtriebig, würde ich mal sagen. Die letzten Tage sehr aktiv gewesen, habe ich ja im letzten Video schon angedeutet. Wir bauen hier ein bisschen um. Die Wand hinter mir, die gab es vor ein paar Tagen noch nicht. Und jetzt ist sie da, was ganz gut ist. Jetzt haben wir hier zwei Räume, die jetzt darüber entstanden sind. Der andere Raum ist hier. Da ist die Tür auf, die Doppeltür. Und es ist unser Landdomizil, das wir jetzt so gebildet haben im Haus von Freunden, wo wir perspektivisch eigentlich ja auch komplett hinziehen wollen, aber das große Projekt, das verzögert sich alles ein bisschen. Und wir haben eine kleine Praxis jetzt auch hier auf dem Land und meine Frau arbeitet schon relativ viel hier und macht auch viel Seminare. Weil es eben auch schöne Seminarräume gibt. Und deshalb ist es gut, jetzt hier eigene Räume zu haben. Die sind alle noch ein bisschen leer, deswegen hallt es jetzt hier. Deswegen muss ich dir diesen hallenden Ton ein bisschen zumuten. Ich hätte es auch am liebsten gerne draußen gemacht, auf dem Grundstück, aber es regnet. Und es schaut dann noch ein Dauernieselregen aus und ich muss es jetzt erledigen, deswegen kann ich jetzt das nicht draußen machen, mach es hier. Und dann dachte ich, probiere ich das einfach mal gleich hier irgendwie aus. Und dann finde ich eigentlich jetzt halt die Optik auch ganz gut. Und kann ich mich schon mal dran gewöhnen, wie das dann hier wird, wenn ich dann hier Online-Zoom-Sitzungen irgendwie habe mit Patienten oder mit Klienten, astrologische Beratung, wenn die dann manchmal auch hier stattfinden werden. Aber es ist eigentlich ganz gemütlich. Der Hund hat sich ja auch schon ganz gemütlich eingerichtet auf dem Teppich. Macht hier ein Nickerchen. Ja. Neumond im Widder ist eigentlich das Horoskop, das Video, das ich hier jetzt machen möchte. Wir haben nämlich am Montag, am 8.4., den Neumond im Tierkreiszeichen Widder. Und ich möchte gerne dazu eben was sagen und das auch als Video nutzen. Komme aber eben nur noch heute dazu, weil morgen fahre ich gleich in der Früh nach Stuttgart zu einem Freund. Ist noch ein bisschen Rock'n'Roll, machen wir ein bisschen Musik und haben Spaß. Und dann am Sonntag komme ich wieder nach Berlin zurück am Abend und dann geht die neue Woche los. Und dann wird es auch dann nächste Woche Mittwoch wieder ein Live geben, früh um 7. Und da wird dann das Thema Saturn-Mars-Konjunktion ein bisschen den Raum einnehmen. Und deshalb jetzt nochmal hier Neumond im Tierkreiszeichen Widder, damit es hier noch abgearbeitet wird. Auf 19 Grad, 24 haben wir den, am Abend um 20.20 Uhr. Und das Ganze fällt dann hier ins sechste Haus. Ist so knapp. Aber ich würde sagen, mit 6 Grad davor bedeuten den ins sechste Haus. Also ein Sechsthaus, Neumond. Das sechste Haus ist sehr dominant für das Neumondhoroskop, weil die Venus auch im sechsten Haus ist und die ist jetzt dann hier Aszendentenherrscherin. Wir haben einen Waage-Aszendenten, die Venus wird dann Herrscherin, geht ins sechste Haus. Die Sonne selbst ist auch Herrscherin vom zehnten Haus, also vom MC. Das heißt, die Sonne hat hier zwei Aufgaben: einmal die Hauptumsetzungsebene, wie eben auch dann die Zielsetzung, die über die Sonne symbolisiert wird. Und dadurch haben wir ja Anliegen im ersten Haus, Umsetzung im ersten Haus, im ersten Haus, Entschuldigung, Anliegen im sechsten Haus, Umsetzung im sechsten Haus, die innere Haltung im sechsten Haus, logisch, weil es ja Neumond ist. Und wir haben auch die Zielsetzung im sechsten Haus. Also alle vier großen Säulen des Horoskops befinden sich im sechsten Haus und dadurch wird der Alltag, um jetzt mal einfach so ein Schlagwort fürs sechste Haus zu nehmen, irgendwie wichtig, scheinbar. Für den Monat. Der Mond ist Herrscher, Mitherrscher vom 9. Haus, weil das Tierkreiszeichen Krebs ist im 9. Haus, ist eingeschlossen. Hauptherrscher vom 9. Haus ist der Merkur. Der ist im 7. Aber der Mond ist sozusagen so ein bisschen irgendwie auch Ausdruck von Horizonterweiterung, emotionale Entwicklung, die aber eingeschlossen, also die ein bisschen verborgen ist, wenn man so möchte, ein bisschen verbaut, da will sich was
zum Neumond entwickeln, was so minder versorgt wurde, wenn man so will, über das Eingeschlossenheitsthema, über die Symbolik, was so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Das heißt, der Neumond, wenn man es jetzt halt so betrachtet, bringt zwei Lebensbereiche zusammen. Einmal ist die Sonne eben Herrscherin von 10, also Klarheit, Konkretheit, Ordnung, Struktur, ein Ergebnis erzielen. Ich will was in eine klare Form bringen. Sonne als Herrscherin von 10, Vitalität, die dann da mit hierher gebracht wird. Hier soll was belebt werden. Was? Mond ist jetzt eben dann der Herrscher vom 9., also Mitherrscher vom 9. Haus, also ein Krebs, logisch Krebsthema eben. Und das 9. Haus ist dann eben Entwicklung, Sinnfindung, den Horizont erweitern und solche Dinge. Und da es eingeschlossen ist, soll sich da was entwickeln, was so bisher noch nicht entwickelt wurde, was so ein bisschen verborgen in mir ist. So, also ist es das eine Möglichkeit, das fällt mir jetzt erst auf. Jedes Mal, wenn ich auf das Horoskop gucke, es ist immer so bei solchen Dingen, fallen mir immer andere Sachen ein. Jetzt fällt mir das ein. Das ist nicht das, was ich heute ganz in der Früh gedacht habe, was ich erzähle, als ich mir das angeguckt habe kurz. Aber so ist es eben jetzt. Das heißt, könnte man die Neumond-Konstellation jetzt einfach mal ganz allgemein so übersetzen, dass es darum geht, bei diesem Widder-Neumond, also das 10. und 9. Haus zusammenzubringen. Das heißt, Entwicklung konkret zu machen, konkret umzusetzen, eine Vitalisierung hinzubekommen, die sich aber dann eben auf mein Alltagsleben auswirkt, im Klein-Klein meines Alltags bemerkbar wird. So, die Wittrigkeit im 6. Haus ist ja im Prinzip der Mut, sich eben einfach im 6. Haus zu stellen, mutige Entscheidungen zu treffen, mutige kleine Entscheidungen zu treffen, die Kunst, das Neue im Alltag zu entdecken. Das ist auch die Grundvoraussetzung, wenn man so möchte, für Gesundheit. Den Mut zu haben, den Alltag, jede Situation immer wieder so als neu zu betrachten und keine Routine draus zu machen. Das ist auch wieder so ein Gedanke, kommt mir jetzt eben halt erst, die sich zu trauen, eben, wie ich gerade gesagt, immer alles neu anzugehen. Und Krankheit ist eine Möglichkeit, über Krankheit nachzudenken, so vielleicht besser gesagt ist, über die Routine zu vergessen, dass der Augenblick immer neu ist. Und dadurch begegne ich jedem neuen Augenblick mit alten Mustern, mit alten Routinen, die funktioniert haben bisher. So. Und es geht irgendwann halt nicht mehr gut. Irgendwann wird es deutlich, dass ich eben mit einer alten Geschichte auf was Neues reagiere und es dadurch nicht mehr adäquat ist. Das wäre ja eine andere Umschreibung des 6. Hauses. Lebensbereiche, wo Situationsadäquatheit, ist das ein Begriff, wo ich situationsadäquat angemessen ist, das jungfräuliche, passendere Wort oder deutlichere Wort, weil es um die Messung geht, das Abmessen, Vermessen, angemessen zu reagieren. Und angemessene Reaktion bedeutet in aller Regel immer, dass ich eigentlich neu wieder auf etwas reagieren muss, meistens. Also wie schaffe ich es, eben vital, frisch, mutig, frühlingshaft, aufbruchsmäßig, angemessen diesen Situationen zu begegnen. Normalerweise ist es so, dass wir archetypisch das Tierkreiszeichen Widder im 6. Haus haben, wenn man Skorpion-Aszendenten haben. Und das ist ja im Prinzip dann das Anliegen des Skorpions, so kann man ja die Tierkreiszeichen auch besser verstehen, um was geht es denen und in welchen Lebensbereichen sind die wie ausgestattet und so, indem man eben einfach natürlich das archetypische Horoskop so dreht, dass dann eben einfach Skorpion ins erste Haus fällt oder am Aszendenten ist und dann haben wir eben halt im 2. Haus dann Schütze, im 3. Haus Steinbock und so weiter und so fort und da hätte man dann im 6. Haus Jungfrau, Widder. Und das ist ja eben dann auch das Anliegen von Intensität,
wenn man so will. Intensität entsteht dann, wenn ich eben im Alltag mutig aufdrehe, wenn ich im Alltag meinen Kampf suche, im Klein-Klein des Alltags, mich mutig den Situationen stelle und versuche eben Neuland zu erobern. Und das bedeutet, dass es eben nicht passieren sollte, dass alles routiniert und alt und gewöhnlich wird. Dann wird der Alltag eben grau und langweilig und so weiter. Wenn er eben halt aufregend sein soll, dann muss ich natürlich auch mir diese Aufregung geben. Und diese Aufregung ist ausreichend, dass ich eben für mich jedes Mal wieder neu versuche herauszufinden, was ist denn jetzt hier angemessen? Habe ich das, was mir begegnet, ordentlich vermessen? Und stelle ich das Neue fest? Denn Intensität und ob der Alltag neue Dinge mir präsentiert, hat sehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Mit einer feinen Wahrnehmung, auch wieder Sechshaus-Thematik, eben dieses Vermessen, Dinge wahrnehmen, sie genau wahrnehmen, unter der Lupe wahrnehmen und die kleinen Nuancen zu entdecken. Und wenn ich diese Nuancen und diese Kleinigkeiten wahrnehmen kann, dann entsteht auch Intensität. Je größer die Intensität, je dramatischer die Umstände so rum werden müssen, damit Intensität entsteht, und desto weniger bin ich in der Lage, Intensität in den Feinheiten wahrzunehmen. Das heißt, wenn meine Wahrnehmung nicht gut ist, dann brauche ich ein richtig großes Drama um mich herum, damit ich Intensität erlebe. Wenn meine Wahrnehmung sehr fein ist und geschult, dann brauche ich wenig äußerliche Aufregung um mich herum, um Intensität zu erleben. Und Gleiches gilt auch für das Gefühl des Neuen. Wenn meine Wahrnehmung gut ist, dann finde ich in jedem Augenblick was Neues. Und dadurch erlebe ich in jedem Augenblick Intensität. Ich habe das, weiß ich gar nicht, wann ich das irgendwie erzählt habe. In letzter Zeit erzähle ich viele Dinge, weil ich ja auch für den Videokurs, für den Homöopathie-Videokurs so wahnsinnig viel irgendwie schreibe und aufnehme. Aber vielleicht habe ich es da auch nur erzählt. Gleichgewicht. Stichwort Gleichgewicht, Waage, Aszendent, ist kein einmal rausgefunden und erledigt Ding. Es ist kein Ding von großen Dingen, sondern Gleichgewicht ist ein ständiges Wiederfinden. Wir sind nicht im Gleichgewicht. Wir finden immer wieder ins Gleichgewicht zurück und das in jeder Millisekunde. Wir finden zurück, genießen es ganz kurz, fallen wieder raus, finden wieder zurück und so weiter. Und das passiert die ganze Zeit. Das ist also ein Prozess des immer wieder dorthin Findens. Und mein Körper, meine Zellen, was auch immer, die geben mir die ganze Zeit Hinweise, da muss es jetzt hin, da muss es jetzt hin, da muss es jetzt hin, da muss es jetzt hin. Es ist nicht genug, es einfach nur so zu lassen. Es muss immer wieder neu gefunden werden. Und je feiner ich mitbekomme, dass es immer wieder neu gefunden werden muss, ich glaube, ich muss hier mal ganz kurz. Jetzt wird es ein bisschen arg hell. Wo war ich jetzt? Gleichgewicht. Ah ja. Das heißt, mein Körper gibt mir die ganze Zeit Signale. Das Regelsystem, sechstes Haus, das Dinge abstimmt, gibt mir die ganze Zeit Signale, wie jetzt was nachjustiert werden muss, wie wieder was nachjustiert werden muss, wie wieder was nachjustiert werden muss. Und in diesen kleinen Augenblicken, wo ich immer wieder nachjustiere, kann ich natürlich leicht nachjustieren, wenn ich diese Augenblicke schnell merke, dass ich mich anders hinsetzen muss und so weiter und so fort. Oder. Und das können wir natürlich auch übertragen über Dinge, die jetzt im Außen sind. Irgendwie. Ich muss viele Dinge machen, viele Entscheidungen treffen, wieder in sechs, die dann eben meinen Alltag formen. Und dort die Fähigkeit zu haben, das Neue zu entdecken und angemessen neu auf Dinge zu reagieren und zu entscheiden und ebenso dann das Abenteuer in meinem Alltag zu entdecken, weil es immer wieder neu ist, weil es immer wieder Neuland ist, das ich jetzt hier erobere, das ist
normalerweise die Fähigkeit von einem Skorpion-Aszendenten oder das Anliegen von einem Skorpion-Aszendenten und dadurch entsteht da Intensität. Aber jetzt haben wir es eben so, dass wir darüber eben jetzt Harmonie finden wollen. Das heißt, das ist ja das Spannende, jetzt im Alltag entschlossen, mich für mich zu entscheiden, soll mich in die Harmonie bringen. Waage, Aszendent, Venus im sechsten Haus. Das sind also die mutigen Ja's, die ich für mich treffe, die mutigen Entscheidungen, die ich für mich treffe, um eben in meinem Alltagsleben mich im Gleichgewicht zu empfinden, um Ergänzung zu finden, um in die Balance zu kommen. Und da sind nicht die großen Entscheidungen gemeint, das muss ich hier nochmal irgendwie betonen, sondern die kleinen. Wir haben häufig das Gefühl, ja, mein Leben wäre dann endlich im Gleichgewicht und so, wenn der große Misthaufen endlich weggeräumt wäre. Und irgendwie kriege ich den nicht weggeräumt, weil es ein Riesenhaufen ist. Also, und wenn doch nur einmal ein großer, was Schönes Großes passieren könnte, dann wäre alles in Ordnung und so weiter. Und dabei übersehen wir gerne, dass wir den Misthaufen jeden Tag neu hinschaufeln. Der wird im Prinzip eigentlich theoretisch über Nacht immer wieder weggeräumt. Aber schon mit dem ersten Atemzug und dem mit dem Aufwachen, mit dem Loslegen des Alltags, haben wir meistens schon eine Dynamik, die wir wieder aufgreifen, die am letzten Tag gewesen ist, wo wir schon, bis wir Zähne putzen gehen, in aller Regel schon ein paar Schaufeln wieder hingeschaufelt haben von dem Misthaufen, den wir eigentlich nicht wollen. Und am Ende des Tages ist der Misthaufen wieder riesengroß geworden. Aber wir schaufeln das an. Wir sammeln diese kleinen unerwünschten Kieselsteinchen auf und wundern uns dann, dass am Ende es so groß wird. Und denken uns, es war doch nur eine Kleinigkeit. Naja, ich kann mich ja jetzt nicht anders entscheiden. Jetzt muss ich das eben halt so machen. Oh ja, jetzt muss ich das jetzt auch wieder so machen. Ist ja nur eine Kleinigkeit. Aber genau diese Kleinigkeiten sind es, die eben dann in der Summe zu was führen, was Großes, Unangenehmes eben einfach entstehen lässt. Und genau diese Kleinigkeiten sind es, im sechsten Haus, die dem Leben signalisieren, hey, ich gehe nicht gut mit mir um. Ich entscheide mich die ganze Zeit gegen mich. Ich führe im Kleinkrams des Alltags Krieg gegen mich selbst. Das sind keine großen Sachen. Ich hack mir jetzt nicht den Arm ab, auf einmal. Aber ich führe mir kleine Mikroverletzungen zu, die in der Summe dann mich den Arm kosten. Und hier ist es eigentlich besonders leicht, für sich auch zu zeigen und dem Leben oder wem auch immer, dass wir es auch gut mit uns meinen. Das heißt, es ist schwierig, große Entscheidungen jetzt endlich gut zu treffen, weil sie eben die Summe von vielen kleinen sind. Aber es ist leicht, kleine Entscheidungen zu treffen, wo wir zeigen, hey, jetzt gehe ich hier besser mit mir um. Das ist eine bessere Entscheidung als sonst. Muss ja keine gute Entscheidung sein. Eine bessere Entscheidung ist vollkommen ausreichend und ist der nächste logische Schritt, der dann leicht auch möglich ist, den zu gehen. Und das kann ganz viele unterschiedliche Auswirkungen haben. Das heißt, du kannst dir jetzt halt überlegen, über den Monat lang, wie du eben neue Dinge für dich, neue Dinge entscheidest, wo du zeigst, dadurch, durch diese neue Entscheidung, zeige ich, dass ich es gut mit mir meine in meinem Alltag. Ob das jetzt dann irgendwie der Besuch im Café ist, den du genießt, oder der Spaziergang, den du dir jetzt gönnst, oder. Spielt keine Rolle. Oder das Nein an der entsprechenden Stelle, weil du jetzt eben nicht noch das erledigst, weil es ja nur eine Kleinigkeit ist, sondern dir erst was anderes irgendwie Gutes gönnst. Egal wie das letztendlich dann für dich ist, da sind wir ja alle unterschiedlich, stehen an unterschiedlichen Positionen und deshalb müssen wir alle für uns natürlich herausfinden, was das bedeutet und das schaut dann auch bei jedem anders aus. Aber wir sollten den Mut entwickeln in diesem Monat oder uns Gedanken darüber machen, wie wir mutig sein können und mutige Entscheidungen treffen können, die eben in einer Mikrodosis deutlich machen,
dass wir es gut mit uns meinen und dass wir abenteuerlustig sind, dass wir Lust haben auf das Neue, was Neues zu erobern, was Neues zu entdecken. Das ist für mich das große Kernthema von dem Neumond-Horoskop ab 8. April. Wir haben auch einen großen Schwerpunkt im 5. Haus, das heißt Saturn, Mars-Konjunktion in den Fischen ist im 5. Haus, der Neptun ist noch im 5. Haus. Auch da ist eben viel Ausdruck und Gestaltungskraft eigentlich mit angelegt. Deshalb ist es ein sehr, für mich ist es ein sehr umtriebiger Neumond. Ein Mond, der Dinge umsetzen möchte, der was gestalten möchte, der ja praktisch ausgerichtet ist. Mit einem Schwerpunkt von ich drücke was aus, ich experimentiere, ich fühle, wie es mir damit irgendwie geht. Und wenn es mir damit nicht gut geht, dann entscheide ich mich andersrum. Oder ich überprüfe mal all die kleinen Routinen, die ich so entwickelt habe und frage mich, geht es mir damit eigentlich gut? Oder es gibt viele Kleinigkeiten, wo wir wissen, dass die eigentlich nicht gut für uns sind. Und jetzt könnte ich versuchen herauszufinden, wie ich das hinbekomme in diesem Monat, weil die Chancen gut stehen, dass ich da jetzt eben mich neu entscheide und jetzt versuche, das zu lassen. Also was anderes dafür zu machen. Also mich für was Neues, Besseres zu entscheiden. Das heißt, wenn du immer schon ein paar Sachen auf deiner Liste stehen hast, die du gerne verändert haben möchtest, die du gerne anders machen möchtest, aber es nie so richtig dazu gekommen ist. Und wenn es eben nicht die großen Dinge sind, sondern die kleinen Dinge, dann ist dieser Neumond in diesem Jahr ein optimaler dazu, das zu versuchen, das anzugehen, da eben den Mut zu entwickeln, dich da im Alltag neu zu positionieren. Das sind so ein paar Gedanken, die mir dazu einfallen. Und nochmal aufgegriffen, der Neumond im Tierkreiszeichen Fische, den wir das letzte Mal irgendwie hatten, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier schon angesprochen habe, den hatten wir ja hier, das sind wir ja immer noch ein paar Tage in dem Monats, in der Monatsqualität drin. Da haben wir ja eben eine mega starke Betonung des 11. Hauses in den Fischen, das heißt da viel lösende Kraft, die uns befreien soll, aber eben auf dem Bezug Sichtweisen, Betrachtungsweisen, Zwilling, so, wo ich den Schwerpunkt rausgebastelt habe, es ist auch wichtig, irgendwie loszulassen von Informationen zu ignorieren, um den inneren Freiraum entstehen zu lassen, in dem deine eigenen Gedanken entstehen können, unbeeinflusst von den ganzen Eindrücken, die ständig von außen auf dich einprasseln und die dich eben auch an einem bestimmten Ort halten dann. Wenn das gelingt, dass du da eben diese innere Freiheit hinbekommen hast und das Lösende hinbekommen hast, und wieder am Ursprungslehm bist, den du formst am energetischen, dann wird es jetzt eben ein wahnsinnig wunderbar aktiver Monat, der darauf folgt, in dem eben diese Dinge konkret umgesetzt werden in deinem Alltag, wo eben viele kleine Samen jetzt aufgehen, die in der Zeit gesät wurden, im jetzigen Monat, werden viele kleine Samen im kommenden Monat aufgehen und frischen, frühlingshaften Schwung in deinem Alltag bringen. Vorausgesetzt, das Vorherige hat funktioniert. Wenn das Vorherige nicht funktioniert hat, dann kannst du trotzdem versuchen zu überlegen, wie du jetzt eben neue Impulse setzt und wie du fein dosierte Akupunkturnadeln in deinem Alltagsleben unterbringst, die kleine Reize setzen und dann eben das System in eine erwünschtere, energetischere Richtung bringen. So, das wären so ein paar Gedanken eben zum Neumond in Widder. Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt schon wieder, deswegen breche ich das jetzt hier so ab und lass gut sein. Ich wünsche dir, dass du das Abenteuer im Alltag findest in diesem Monat, dass du den Mut hast, eben dich sehr häufig in diesem Monat für dich zu entscheiden, um dann festzustellen, dass du darüber eigentlich in Kontakt mit anderen kommst, viel besser als sonst.
die Gefahr mit einem Waage-Aszendenten, wenn man das Tierkreiszeichen Waage ein bisschen unschön sich vorstellt und deutet, dann haben wir da ja natürlich eben, dass du eben Scheinharmonie erzielst, wenn du eben den Krieg gegen dich selbst führst und die anderen scheinbar schonst und entlastest. Dann geht es den anderen gut mit dir, die freuen sich, die wissen zwar nicht wirklich, wer du bist und so, und es steht keine wirkliche Beziehung, aber da haben ja ganz viele Menschen auch kein Interesse mehr daran, eine richtige Beziehung zu führen. So, dann ist alles ganz schick geschminkt und an der Oberfläche hübsch gepudert. Und drunter haben wir dann eben diesen wittrigen Entzündungsprozess. Und das ist dann die Grundlage für chronische Erkrankungsprozesse. So. Das heißt, chronische Erkrankungsprozesse sind in aller Regel, wobei das jetzt so ein bisschen sehr stark verallgemeinert ist, aber in aller Regel entstehen die eben aus einem, ja, aus einer Angst, sich eben in den Kleinigkeiten zu positionieren. Und aus einer Notwendigkeit, das manchmal zu machen, sich nicht zu positionieren, das Opfer zu erbringen, aber aus der Unachtsamkeit, dass da plötzlich jetzt eine Routine daraus wird. Das ist ja kein Problem, irgendwie mal was zu opfern und Unwohlsein in Kauf zu nehmen. Aber wenn daraus eben eine Routine wird und eine Gewohnheit, dann wird es zum großen Problem. Und dann habe ich zwar hier ein ständig loderndes, entzündliches Feuer in meinem Alltagsleben, so, das aber gegen mich selbst gerichtet ist. Und dann habe ich zwar scheinbar Harmonie, aber das ist eben nur eine Scheinharmonie. Da ist nur die äußere Fassade schön geschminkt und unten drunter lodert eben der entzündliche Prozess und alles verkohlt. So. Das kann man jetzt in diesem Monat umdrehen und richtige Harmonie entstehen lassen. Dazu muss ich aber eben den Mut haben, mich in den Kleinigkeiten in meinem Leben, in meinem Alltag zu positionieren, Entscheidungen zu treffen, die zeigen, das ist das, was ich will. Und darüber werden meine Bedürfnisse spürbar für die anderen, auch deutlich. Und jetzt können die sich darauf beziehen. Beziehung hat ja was zu tun mit aufeinander beziehen. Aber ich muss mich natürlich klar positionieren, damit du dich auf mich beziehen kannst und sagen kannst, das finde ich doof oder das finde ich gut oder was auch immer. So. Und hab den Mut, dich zu positionieren, mutig das Abenteuer zu suchen, dann wird es ein aufregendes Alltagsleben in den nächsten 4 Wochen und wird sehr viel Spaß machen und wird sehr viel Beziehung möglich machen, sehr viel Frieden, Ausgewogenheit, Gleichgewicht, sehr viel Schönes entstehen lassen, Waage-Aszendent, dass dein Alltag wie eine Vitamin-C-Spritze aufpusht. Woher kam das jetzt wieder? Egal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir sehen uns am Mittwoch. Da gibt es live und da werden wir dann Saturn Mars besprechen und ich hoffe, dass ich da dann eben nicht wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen von der Stimmung bin, sondern ruhig und besonnen. Bis dann. Tschüss.